Zur Vermeidung größerer Blutverluste nach Verletzungen hat die Natur einen wirksamen, allerdings sehr komplexen Mechanismus entwickelt, an dem neben der Blutgefäßwand zelluläre Elemente wie die Blutplättchen und auch verschiedene Eiweiße, nämlich die Faktoren der Blutgerinnung und der sogenannte von Willebrand-Faktor beteiligt sind. Der von Willebrand-Faktor spielt dabei eine Schlüsselrolle, sowohl für die erste als auch für die zweite Phase der Abdichtung der verletzten Gefäßwand. Im Längsschnitt durch ein Gefäß sieht man die mit einer Innenhaut bekleidete Gefäßwand, davor die großen roten Blutkörperchen und die kleineren Blutplättchen mit ihren fadenförmigen Ausläufern. Die grünen, unterschiedlich gestreckten Fäden stellen den von Willebrand-Faktor dar, der gleichzeitig dem in Blau dargestellten Gerinnungsfaktor 8 als Transportvehikel dient. Durch die Bindung an den von Willebrand-Faktor wird Faktor 8 vor einem schnellen Abbau in der Blutzirkulation geschützt. Eine Verletzung der Gefäßwand führt zur Freilegung von Kollagenfasern in der darunterliegenden Gefäßschicht. Der von Willebrand-Faktor hat zwei Bindungsregionen für verschiedene Kollagene und bindet darüber an die offenliegende Gefäßschicht. Die Kräfte des Blutflusses führen zur Entfaltung und Streckung des fadenförmigen von Willebrand-Faktors, wodurch eine erste Bindungsstelle für Blutplättchen aktiviert wird. Deren Bindung an den von Willebrand-Faktor führt in den Blutplättchen zur Aktivierung einer weiteren wichtigen Bindungsstelle, an die Fibrinogen, ein Superkleber, bindet. Hierdurch kommt es zu einer stabilen Quervernetzung des von Willebrand-Faktors mit Blutplättchen und Fibrinogen. Die daran anschließende durch den Faktor 8 beschleunigte Blutgerinnung mit der Bildung von Fibrin aus Fibrinogen schließt den Prozess der Blutgerinnung ab.